macht das wirklich? Wow, das Sie sind Fanboy. Es! Ah, hier ist der Fanboy. Sie sind Commander Shepard, der Held von Eden Prime. Es ist mir eine große Ehre, Sie kennenzulernen. Schön, Sie kennenzulernen. Und Sie sind... Mein Name ist Konrad. Konrad Werner. Angeblich haben Sie auf Eden Prime mehr als 100 Geth getötet. Ich habe die meiste Zeit damit verbracht, am Leben zu bleiben und den Kolonisten zu helfen. Hey, Sie sind bestimmt sehr beschäftigt. Aber würden Sie mir vielleicht ein Autogramm geben? Für einen Fan tue ich alles. Hier. Danke! Ich weiß das wirklich zu schätzen. Meine Frau wird sowas von beeindruckt sein. Dann lasse ich Sie jetzt in Ruhe. Aber wenn Sie mal wieder auf die Erde kommen, würde ich Ihnen gern einen ausgeben. Danke nochmals! Okay, ich dachte eigentlich, dass der Typ von C-Sicherheit, der unten rumsteht, eigentlich der Fanboy ist, aber das war der wirkliche Fanboy, den wir auch in den Folgeteilen noch mitsehen werden, der wird wieder aufkreuzt. Der wird immer unser Fan bleiben, glaube ich, und den werden wir auch immer wieder treffen. Und ich glaube, wir können ihn dann sogar dazu bewegen, selbst Ordnungshüter zu werden, weil er uns nacheifern wird. Hallo, willkommen in Morlands berühmtem Geschäft. Brauchen Sie viele gute Vorräte? Lassen Sie mal sehen, was Sie haben. Oh, Sie werden zufrieden sein, denke ich. Ich habe sehr schöne Dinge. Sie werden schon sehen. Okay, schauen wir uns erstmal die nichtmenschlichen Panzerungen an. Vielleicht haben wir da... Oh ja, das sieht aber schön aus. Nur Turianer-Zeug? Ach ne, hier unten ist auch... Ja. Das wird doch sicherlich besser sein, als das, was Tali jetzt trägt. Oh ja, deutlich. Kaufen wir. Und hier ist jetzt die Frage. 40.326... 40.326, ist ja exakt dasselbe. Jetzt würde ich natürlich gerne wissen, wie die aussehen. Ist auch von derselben Firma, stelle ich gerade fest. Beides von Haneke da. Ist natürlich äußerst sinnfrei. Selbe Firma, selbe Werte. Aber gut, was soll's. Nehmen wir mal hier Silverback. Silverback klingt cooler. Und wir haben kein Geld mehr. Ich glaube, ich sollte mal ein bisschen alten Scheiß verkaufen. Ja, ach komm, jetzt... Mal das ganze Zeug hier auf Stufe 5 weg. Meiste Stufe 6. Komm, zack. Da haben wir zumindest mal wieder ein bisschen reingeholt. So, auch wenn da jetzt Medizin-Interfaces mit dabei waren, teilweise, was soll's. So, und jetzt müssen wir mal schauen, was sich hier mit Korban ergibt. Commander? Ich habe nicht erwartet, Sie noch einmal zu sehen. Was kann ich für Sie tun? Fangen Sie am besten mit der Wahrheit an, Korban. Ich weiß gar nicht, worauf Sie anspielen. Meine Experimente sind... Ihre Lügen sind offensichtlich. Wir haben mit Ihrem Freund Yalit gesprochen. Sie haben mit Yalit gesprochen? Dann wissen Sie von den Daten? Nein, aber Sie werden es mir gleich sagen. Alles. Ihr könnt gehen, Jungs. Anscheinend haben sich meine Pläne gerade geändert. Ich bin nicht so übel, wie Sie glauben, Commander. Yalit und ich waren nur... verschiedener Meinung. Nur weiter. Das Unternehmen, für das wir arbeiten, hat ein experimentelles Verfahren für den Einsatz in medizinischen Scannern entwickelt. Aber Yalit und ich haben ein noch viel größeres Potenzial darin gesehen. Also haben wir die Pläne gestohlen und heimlich ein Gerät entwickelt, um die Keeper zu scannen. Können Sie sich das vorstellen? Ein Gerät, mit denen man die Keeper auslesen kann. Was ist daran so Besonderes? Es ist so gut wie unmöglich, die Keeper zu scannen. Und man kann sie nicht fangen oder ihnen Proben entnehmen. Sie zerstören sich einfach selbst. Wir sind seit Jahrhunderten hier und wissen nichts über sie. Verstehen Sie wirklich nicht? Wir waren die Ersten, die sie jemals gescannt haben. Sie haben es selbst gesehen, Commander. Und sie wissen, dass wir es schaffen können. Warum wollen Sie Ihren Partner töten? Ich will ihn gar nicht töten. Es war Yalits Job, unsere ersten Resultate zu veröffentlichen. Aber er entschied, die Daten für sich selbst zu behalten. Vielleicht, um sie zu verkaufen. Ich weiß nicht. Also wollen Sie nur wiederhaben, was Yalit gestohlen hat. Wir verloren die Übersicht. Wir wollten diese Gelegenheit einfach nicht verpassen. Commander, wenn Sie für mich weitere Daten sammeln würden, stellen Sie sich vor, was wir alles lernen könnten. Und es wäre auch eine Gelegenheit, einen großen Profit daraus zu schlagen. Ich werde keine Gesetze brechen, um für Sie zu forschen. Geben Sie zurück, was Sie gestohlen haben, oder ich werde Sie verhaften lassen. In Ordnung. Ich habe es verstanden. Also dann, keine Scans mehr. Versprochen. Aber Yalit hat natürlich noch die Initialisierungsdaten. Ich bezweifle, dass er sie zurückgeben will. Ich kümmere mich schon um Yalit. Commander? Okay, haben wir damit jetzt auch
Wir haben jetzt natürlich vorbildlich gekriegt. Die Frage ist, haben wir jetzt damit auch unseren eigenen Auftrag, die zu scannen, abgebrochen? Jalits Geheimnis? Das ist jetzt das. Vermisste Marines, genau, da müssen wir noch bei Admiral Kahoku dann später vorbeischauen. Mineralien, oh, schau mal einer an, hier gibt es ja noch einiges, was offen ist. Gase 10 von 6, ja, 10 von 6, genau. 10 von 6, haben wir ein bisschen mehr, als wir brauchen. Aber Leichtmetalle, Schwermetalle, seltene Erdmetalle haben wir natürlich noch nicht vollständig. Weiß ich gar nicht, wie wir das, ob das irgendwie... Ob da irgendwas Besonderes passiert, wenn wir das jetzt vollständig haben. Weiter nach Mineralien suchen? Ja. Toll. Suchen Sie jetzt nach Vorkommen? Weiter nach Mineralien. Weiß ich nicht, ob wir da irgendwas von haben, also dass wir das richtig abschließen können. Okay, hier haben wir noch Medaillons und ID-Tags, sind auch noch nicht vollständig. Na sowas. Okay, das könnte vielleicht auf den, in den Systemen, die wir jetzt freigeschaltet haben, sein. Müssen wir dann noch schauen, Turianische Insignien, ebenfalls noch nicht vollständig, na sag mal. Ich hätte gedacht, da sind wir schon weiter. Mensch. Okay, Sie haben von einer vermissten Person auf Numeria gehört, ein Mann namens Garon macht sich Sorgen um seinen Bruder und glaubt, dass ein Schiff von Piraten angegriffen worden sein könnte. Wo müssen wir denn dahin? In den Strenos-System müssen wir danach schauen. Okay, ist ja natürlich blöd, wenn wir dann... Auch die Proteane-Artefakte sind noch nicht vollständig. Also die ganzen Sammelsachen sind noch nicht vollständig. Das finde ich echt traurig. Ansonsten sind aber erstaunlich wenige Missionen hier, muss ich gerade mal so feststellen. Ich dachte, das wären mehr. Gut, dann haben wir ja gar nicht so viel zu tun. Genau, Konrad Werner haben wir schon kennengelernt. Weiß ich nicht, warum es da jetzt eine extra Quest für gibt. Proben untersuchen. Auf Ferris haben sie das persönliche Log eines Exogeny-Angestellten gefunden. Laut den Notizen des Doktors ist er besorgt über einige Proben. Ach ja, genau. Das haben wir ja jetzt gerade erst entdeckt. Im Maroon Sea Cluster. Oh, sogar ein neues Cluster. Wahnsinn. Und auch das hier haben wir neu entdeckt. Auch im Maroon Sea Cluster. Gut. Außer Kontrolle. Das haben wir auf der Rückseite des Erdenmondes. Oh, das haben wir noch nicht gemacht. Da müssen wir noch hin. Mensch, wir dürfen mal in unser Sonnensystem. Verrückt. Asari-Diplomatie. Dahlias Datenpad. Ach genau, stimmt. Das müssen wir noch machen. Das müssen wir noch machen. Okay. Gut, habe ich so einen kleinen Überblick wieder, was wir noch machen müssen. Das mit den Keepern scannen hat sich dann wohl jetzt leider erledigt. Eigentlich schade. Ich habe das sonst immer gemacht. Aber ich glaube, da gab es auch keine großartige Belohnung jetzt dafür. Also halt ein bisschen Gold, Credits oder so. Gold sag ich schon. Aber ansonsten glaube ich auch nichts Besonderes. Von daher auch nicht so schlimm, dass wir es jetzt mal auf dem anderen Wege machen. Und ich würde sagen, wir schauen nochmal in Koras Nest vorbei. Vielleicht gibt es ja dort irgendwas. Keeper brauchen wir jetzt nicht mehr. Von daher müssen wir nach denen keine Ausschau mehr halten. Aber vielleicht hat er irgendjemand was mit uns zu sprechen, ne? Ashley scheint es nicht so geil zu finden. Ich komme zu Ihnen, so schnell ich kann. Nee, brauchst du nicht. Ich habe hier zu tun, aber nicht mit Ihnen. Nicht jetzt. Ich sehe mir die Show an. Harkin. Verschwinden Sie. Lassen Sie mich in Ruhe trinken. Sympathisch. Okay, hier können wir noch rein. Hier hatten wir ja Fist gehabt. Aber ich nehme an, hier wird es auch sonst nichts mehr weitergeben, ne? Nee, eine leere Lounge. Der Computer von Fist liegt immer noch am Boden. Also alles beim Alten. Gut. Wer stöhnt denn hier so lustvoll auf? Kam wahrscheinlich hier durch die Wand durch, ich weiß es nicht. Okay, hier gibt es also nichts. Wir könnten noch zum Flux gehen, jetzt auf die Schnelle, weil das gleich um die Ecke ist. Weil dort ja Captain Anderson auf uns wartet. Und dort gibt es garantiert auch noch einen Keeper, den wir hätten scannen können. Wollen wir das mal mit tun? Also mal hingehen und den zumindest anschauen. Und ich weiß nicht, ob wir hier gleich durchgehen können. Nee, ich weiß wieder. Ich weiß, wie wir gehen müssen. Okay, mal richtig hinsetzen. So. Ich glaube, zu wissen, wie wir gehen müssen, um zum Flux zu kommen. Doch, ich glaube, da kommen wir hier drüben besser lang. Gehen wir doch hier lang. Genau, bist du ein bisschen unschlüssig. Ich dachte jetzt gerade, wir nehmen den Weg über die Bezirke einfach vom. Ich weiß, wir könnten auch mit dem
Rapid Transit oder Rapid Transit, wie auch immer, fahren, aber wir laufen mal. Schauen wir uns nochmal hier die ganze Anlage an. Hier haben wir Tali kennengelernt. Vor einiger Zeit jetzt schon. Und das wird wohl auch das letzte Mal gewesen sein, dass wir hier langgelaufen sind. So, wenn wir hier drüben lang gehen würden. Ach ne, hier geht's zum Präsidium. Warte mal, jetzt bin ich aber verwirrt. Dann gehen wir doch hier lang. In Gedenken an Shang-Chi. Ach, hier oben. Ah, alles klar. Kein Blut für Aliens. Gut, genau hier wollte ich hin. Und dann gehen wir erstmal kurz zum Flux und werden mit Captain Anderson sprechen. Verzeihen Sie bitte. Hätten Sie einen kurzen Augenblick Zeit für mich? Wer bist du denn? Soldat, ich habe ein ziemlich großes Problem. Und ich brauche Hilfe von jemandem, der die Interessen der Menschen vertritt. Was für ein Problem haben Sie? Natürlich, immer gleich zur Sache. Darum hat die Menschheit auch die beste Flotte in der Galaxie. Quatsch nicht. Mein Name ist Elias Kieler. Ich bin ein Abgesandter der Allianz. Wir werden in Kürze ein bedeutendes Treffen mit den Salarianern abhalten. Sie können sich kaum vorstellen, was dabei auf dem Spiel steht. Ich kämpfe genauso wie Sie für die gesamte Menschheit. Verstehe. Wichtige Sache. Was genau brauchen Sie also? Bei meinem Kampf für die gesamte Menschheit brauche ich die besten Mittel auf dem Markt. Es gibt ein Mentalstimulans, das die Aufmerksamkeit erhöht und das Urteilsvermögen schärft. Es ist legal, aber die Abgabe pro Person ist limitiert. Ich habe meine Monatsration schon verbraucht und brauche jetzt mehr von der Krankenstation. Was für ein Stimulans ist das genau? Ich kenne mich mit den medizinischen Fachbegriffen nicht aus, aber es erhöht zum Beispiel die Geistesleistung und das Kurzzeitgedächtnis. Damit kann ich konzentriert und aufmerksam bleiben. Wenn ich es nehme, entgeht mir nichts. Warum haben Sie mehr als die monatlich erlaubte Dosis genommen? Die Verhandlungen sollten letzte Woche stattfinden, aber die Salarianer haben alles herausgezögert. Vielleicht absichtlich. Wenn ich das Stimulans nicht bekomme, bin ich ein Wrack. Mein Assistent würde übernehmen und die Katastrophe wäre perfekt. Sie sollten mehr Vertrauen in Ihren Assistenten haben. Haben Sie ihn nicht instruiert? Mein Assistent meint, vor den anderen Zitadellvölkern kriechen zu müssen. Er will damit zeigen, dass wir Menschen vernünftig sind. Aber kein Volk wird uns achten, solange wir uns nur demütig zeigen. So war es auch mit den Turianern. Mein Assistent ist ein Idiot. Was ist so bedeutend an diesen Verhandlungen? Die Salarianer wollen die Bedingungen für langfristige Geschäfte festlegen. Es geht um Milliarden Kredits. Wenn ich das Mittel nicht bekomme, wird mein Assistent übernehmen müssen und den Deal vermasseln. Ein komplettes Desaster. Sie sollten mehr Vertrauen in Ihren Assistenten haben. Ja, das hatten wir schon. Haben Sie ihn nicht in... Aber kein Volk wird uns achten, solange wir uns nur demütig zeigen. So war es auch mit den Turianern. Mein Assistent ist ein Idiot. Kieler, Sie haben ein Problem. Sie brauchen Behandlung. Von außen mag das vielleicht so aussehen, aber das hier ist nur eine Ausnahmesituation. Natürlich. Alle Top-Verhandlungsführer nehmen dieses Stimulans. Immer am Rande der Legalität. So geht das Spiel nun einmal. Es werden wohl nicht alle Top-Verhandlungsführer um Hilfe bitten, mehr Stimulantien als erlaubt zu bekommen, Kieler. Vielleicht haben Sie recht. Ich wollte der Menschheit dienen und habe mich selbst dabei überschätzt. Also wird dies das letzte Mal sein, dass ich das Stimulans nehme. Wenn der Deal abgeschlossen ist, begebe ich mich in Behandlung. Keine Geschäftsverhandlung ist es wert, sein Leben zu riskieren. Vergessen Sie es und holen Sie sich Hilfe. Sie verstehen es einfach nicht. Die Menschheit braucht mich und ich brauche das Stimulans. Ohne es werde ich... Ich bin so verwirrt. Ich werde ohne das Stimulans immer so müde. Ich brauche nur noch einen Schub davon. Es ist keine Schande, ein Problem zu haben. Aber Sie brauchen eine Behandlung. Sie haben recht. Ich werde meinen Assistenten informieren. In diesem Zustand kann ich nicht arbeiten. Ich werde mir helfen lassen. Aber so weit hätte es nicht kommen dürfen. Okay, wir haben einem Süchtigen geholfen. Das ist schön. Ist auch schön, dass er so einsichtig war und so schnell so einsichtig geworden ist. Ich mache an dieser Stelle eine ganz kurze Unterbrechung der Aufnahme. Bis gleich. So, weiter. Flux, nächstes Ziel. Lustige Aussicht, wunderschön. Sie sollten vorsichtiger sein, wem Sie das erzählen. Okay, hier waren wir ja noch nie. Jeder weiß, dass Fist mit den Kriminellen unter einer Decke steckt. Vielleicht, aber ich würde das nicht so laut sagen. Es sei denn, du willst auf seine schwarze Liste. Ja, ich hörte, er hätte ein paar Leichen unter der Bühne von Koras Nest begraben. Das wäre ihm zuzutrauen. Ja, das würde auch den Gestank erklären. Hat euch schon mal jemand verraten, dass Fist längst tot ist? Ich weiß ja nicht, ob ihr so up-to-date seid. Na gut, wir sprechen erstmal mit den Leuten. Hier waren wir ja noch nie drin. Und da wird es eigentlich mal Zeit, dass wir das mal nachholen. Hey, schön hier noch einen Menschen zu sehen.
also bevor wir hier mit Captain Anderson reden, wo auch immer der sich gerade befindet, wollen wir uns doch mal ein bisschen umsehen und ein bisschen... Ach, da hinten ist er, okay. Und ein bisschen Spaß haben. Mir sind die Hände gebunden, Rita. Ich würde sie sofort zurücknehmen, aber sie will nicht. Ich bin gerade sehr beschäftigt. Was kann ich für Sie tun? Was haben Sie mit dem Volus besprochen? Mit Doran? Ich habe ihn nur etwas wegen meiner Schwester gefragt. Sie hat für Doran gearbeitet, bevor sie... Ich wollte sie nicht mit meinen Problemen langweilen. Ich möchte hören, was Sie zu sagen haben. Gut, okay. Meine Schwester hat hier gekündigt, um in Koras Nest zu arbeiten. Das Problem ist, dass sie als Informantin für die Zitadellsicherheit arbeitet. Sie wissen schon, die Leute dort ein bisschen aushorchen. Wenn sie herausfinden, was sie da tut, werden sie sie töten. Als Informant lebt man gefährlich. Das habe ich ihr auch gesagt. Ich weiß nicht. Manchmal glaube ich, sie bleibt nur da, um mich zu ärgern. Kennen Sie Ihren Kontaktmann bei der Zitadellsicherheit? Nein, das ist alles streng geheim. Das letzte Mal sagte man mir, ich soll mich raushalten, um Jenna nicht zu gefährden. Vielleicht kann ich ihr klar machen, wie gefährlich Koras Nest ist. Würden Sie das? Das wäre toll. Aber sagen Sie ihr nicht, dass ich sie schicke. Ich sollte wieder an die Arbeit gehen, sonst kriege ich noch Ärger. Danke. Okay, müssen wir doch nochmal in Koras Nest vorbeischauen. Machen wir gleich. Mit Captain Anderson reden wir später. Hier ist sonst keiner mehr. Okay. Willkommen im Flux. Ich bin Doran. Was kann ich für Sie tun? Ist das ein Casino? Ja, unter anderem. Wir haben oben einige Quasar-Tische, falls Sie interessiert sind. Was auch immer Quasar ist. Was können Sie mir über die Schwestern sagen, die für Sie arbeiten? Nun, Jenna ist weg und arbeitet jetzt in Koras Nest. Jetzt macht sich ihre Schwester Rita Sorgen, dass sie in Gefahr sein könnte. Aber Jenna wird kaum ihre Meinung ändern. Sie ist ziemlich dickköpfig. Wenn sie zurückkommen will, ist sie herzlich willkommen. Die Kunden liebten sie. Sind Sie der Besitzer? Besitzer, Koch und Barkeeper. Ab und zu tanze ich auch, wenn's mich überkommt. Wir haben oben einige Quasartische, falls Sie interessiert sind. Auf Wiedersehen. Ein tanzender Volus. Wie soll ich mir das denn vorstellen? Ich weiß ja nicht so richtig. Ich warte auf jemand anderes. Das dachte ich mir schon, dass du nicht auf mich wartest. Gut, hier haben wir ein paar Quasartische. Ich will gar nicht Quasar spielen, das war irgendein komisches Glücksspiel. Das will ich eigentlich gar nicht weiter austesten. Okay, wir können die Keeper auch wirklich nicht mehr jetzt anklicken und scannen. Man lässt die Maschine die Credits umleiten. Ich mache mal einen Check. Genau, das haben wir bisher noch gar nicht gehabt, diese Aufgabe. Dadurch ergibt sich nämlich ein neues Quest. Und wir werden einmal schauen, was das Ganze hier ergeben wird. Ich glaube, dazu müssen wir nochmal unten mit dem Doran sprechen, wenn ich mich nicht irre. Oder? Geile Aussicht übrigens, finde ich richtig cool. Vor allem, wenn man sich überlegt, dass das halt wirklich bloß eine Raumstation ist, ne? Und kein Planet oder irgendwas, sondern es ist einfach nur eine Station. Schon cool. Okay, nochmal kurz zu Doran. Schön, Sie wiederzusehen. Kann ich Ihnen helfen? Okay, doch nicht. Ich sehe mich hier nur um. Viel Spaß hier im Flux. Dann schaue ich mal ganz kurz hier rein. Signalortum. Das Signal scheint aus dem Bezirks... aus dem Bezirkszugangskorridor zu kommen. Aha. Welcher ist denn der Bezirkszugangskorridor? Ich habe doch keine Ahnung, welcher hier Bezirkszugangskorridor ist. Ist das der hier? Nee, das ist ja bloß... Genau. Okay. Gehen wir mal schauen. Wir müssen ja sowieso noch mal... Im Flux gab es ja jetzt außer Anderson nichts weiter. Mit dem reden wir dann später. In Gedenken an Shang-Chi. Ach, die gehen mir auch auf den Keks hier mit ihrem Shang-Chi. Kein Blut für Aliens. Ich weiß nicht, ob das hier der Bezirkszugangskorridor ist oder... Erst wo die der Erde. Ist. Hier drüben haben wir was Grünes. Aber nee, Grün ist ja eigentlich Rock. Händler. Das blöde Gequatsche, die können nicht mal aufhören. So, nee, ist auch kein X oder irgendwas, was hier... Abfall. Schauen wir mal kurz. Bezirke. Flux, Zitadelle, Koras Nest, Märkte. Gehen wir in die Märkte. Und schauen wir von hier aus. Ich glaube, wir müssen die Treppe runter.
So, gucken wir mal hier unten. Ich könnte mir vorstellen, dass das hier vor Koras Nest ist. Ich weiß es aber nicht genau. Da müssten wir eigentlich auch ein kleines X jetzt schon sehen. Na gut, gehen wir erstmal zu Koras Nest und gehen gleich doch nochmal hier bei Talis Kennenlernpunkt durch. Erst sprechen wir aber mal ganz fix mit der Schwester der Uneinsichtigen und ich nehme an, wir werden sie durchaus beschmeicheln können, dass sie ihre Meinung ändert. So, Jenna. Hey, ich bin sofort bei Ihnen. Ich werde hier warten. Warum habe ich das Gefühl, dass Sie nicht hier sind, um zu trinken? Ich muss mit Ihnen über Ihre Arbeit für die Zitadellsicherheit reden. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Wenn Sie nichts dagegen haben, kümmere ich mich jetzt um meine Kunden. Das ist kein Spiel, Jenna. Diese Leute sind gefährlich. Jetzt klingen Sie wie meine Schwester. Warum machen sich alle Sorgen um mich? Ich kann auf mich aufpassen. Ich muss gehen. Ich bin keine Stripperin und werde nicht dafür bezahlt, rumzustehen und gut auszusehen. Nettes Mädchen. Ich hab zu tun. Die anderen Kellnerinnen können Ihnen helfen. Tja, können wir da vielleicht irgendwie... Ich weiß auch nicht, warte mal. Ich habe mit ihr gesprochen, aber sie kann nicht davon überzeugen. Was ist die nächste Aufgabe? Kehren Sie zu Rita zurück. Okay, tja, das ist natürlich doof. Da haben wir nicht allzu viel erreicht, muss ich mal so feststellen. Das war jetzt nicht so erfolgreich. Oh. Treffen Sie mich an der Citadel Sicherheitsakademie, wenn Sie Fragen über Jenna haben. Ah, okay, ich erinnere mich. Reden Sie mit mir. Hauen Sie ab, ich habe Ihnen nichts getan. Verdammte Neulinge, denken Sie könnten sich alles erlauben. Das war seltsam. Was wollte er uns sagen? Das sollten wir lieber herausfinden. Gut. Hat sich das also geklärt? Ich hatte es schon wieder ganz vergessen. Stimmt, wir werden hier von dem Typen noch kontaktiert. Und dann werden wir mal über die C-Sicherheit da ein bisschen reinhorchen. Ich muss ja auch sagen, Shepard war jetzt nicht so diskret, als er da zu ihr hingegangen ist und sie ganz offen darauf angesprochen hat, dass sie bei C-Sicherheit arbeitet, ne? Also dafür, dass er sie eigentlich davor beschützen will, dass sie da enttarnt wird und dann abgemurkst wird, war er jetzt ein bisschen rumpelig dabei, muss ich mal so sagen. So, aber hier drüben ist das auch nicht, was ich suche. Wo ist denn dieser blöde Zugangskorridor? Das ist ja der mit dem Fahrstuhl, ne? In Gedenken an Shang-Chi! Ja, ist ja gut hier, ihr Kein Spaten. Blut für Aliens! Oh, sind die nervig. Gehen wir mal die Treppe herunter. Erst die Erde! Ist aber auch nichts. Ach, ich glaube, ich weiß wo. Ich glaube, die meinen den Zugangskorridor vom Präsidium aus in die Bezirke. Na gut, aber wir gehen jetzt erstmal zur zur C-Sicherheit. Ja, weiß ich doch. So, einmal nach unten. Tschakka, tschakka, tschakka. Tschakka, tschakka. Tschakka. Allianzvertreter berichten, dass die Geth-Invasion im Armstrong-Cluster abgewehrt wurde, wobei die Geth schwere Verluste hinnehmen mussten. Um zukünftige Geth-Aktivitäten eindämmen zu können, plant die Allianz, in dem Gebiet eine starke Präsenz aufrechtzuerhalten. Ja, also wir merken ja auch, die Dinge, die wir tun im Universum, die haben auch Auswirkungen auf die Nachrichtensprecher, auf die Nachrichtensprüche, die wir hier so hören. Denn das zum Beispiel gerade war ja eine Reaktion auf die Aktion von uns, wo wir in dem einen Cluster in allen Sternensystemen die Geth beseitigen mussten. Was ja auch unglaublich nervig und mühselig war, muss ich sagen. So, wo müssen wir denn da hin? Wahrscheinlich hier drüben in den Bereich, ne? Oh ja, ich sehe schon mehrere Ausrufezeichen. Stimmt, der Volus ist ja auch noch hier. Und ich glaube, wir werden gleich von den Turianern einen kräftigen Anschiss dafür bekommen, dass wir so unvorsichtig waren.